Ich sag den mal einfach angreifen, weil ich glaube, die kriegen da unten einfach von der Katapult auf die Mütze. So, und wir gehen mal hoch zur Ramme, wenn es geht. Zur Ramme, sag ich, zur Katapult. Ja, guck mal. Das blöde Katapult, wir müssen das ausschalten. Ich brauche hier nochmal ein paar Skelette. Hoch? Ja, hallo. Na, ihr? Die nicht, die da. So. Ich hoffe, die werden jetzt hierher beschworen. Ne, die landen jetzt irgendwo in der Skelette. Au, au. Das Schöne ist am Vampir sein, du kannst sehr hoch springen. Also, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen irritierend. Aber wir müssen uns heilen. Wo heile ich mich denn da? So. Ja. Na. Hau den. Ja. Okay, das Katapult schießt schon mal nicht mehr. Die Ramme arbeitet, glaube ich. Die macht jetzt hier das Tor kaputt. So. Jetzt haben wir den weg. So, und du. Kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Ich hätte vielleicht irgendwie mich woanders hinstellen sollen und besser. So. Zat. Hau ab. Oh. Irgendwie haben die das jetzt mal anders genommen, mich auch anzugreifen. Wo sind denn meine Beschworenen? Ich habe doch gerade hier Untote beschworen. Bleib ich denn? Ach, schau mal, da kommen welche rein. Die Ramme hat anscheinend ihren Job gemacht. Ah. So, krieg ich hier nicht mehr so. So, der weg und buckelt gerade ein bisschen. So. Jetzt haben wir kurz zum Verschnaufen, wollte ich gerade sagen. Irgendwie ist hier noch mit Teilen auch nicht. So, was lebt denn noch? Leben unsere Pfeiltypen noch? Ja. Die sollen einfach mal hier rauf. Die da. Die da. Ihr könnt. Die chargen eh. Die chargen da auch hin. Ihr könnt euch bei mir mal versammeln. So. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ach, sieh mal an, da sind anscheinend welche im Turm. So, dann. Ihr seid das, ne? Dann folgt ihr mir einfach mal. Und wir räumen jetzt hier mal ein bisschen auf. So. Ja. Bin ich am Dach hängen geblieben. Schon wieder. So. Okay, das ist nicht der Weg. Wo ist der Weg? Okay, wisst ihr was? Ihr macht auf jeden Fall erstmal eine. Nein, ihr macht mal ein Schild mal wieder. Und dann. Charge dir bitte. Jetzt habt ihr wahrscheinlich eh wieder die lose Formation. Boah, die Festung ist so cool. Die hat hier innen nochmal so einen extra Verteidigungsring. Gefällt mir sehr gut. Leben unsere Archer noch? Die könnte ich glatt hier nur postieren, ne? Hier oben vielleicht. Kommt mal hierher. Ich weiß nicht, wo die Feinde sind. Die haben sich hier irgendwo verteilt. Was jagen die? Weiß man auch nicht. Ach, die da unten noch. Und die?
jagen auch die da unten. Okay, ja, dann jagt die mal und ich versuche mal rauszufinden, wie man an die anderen rankommt. Da ist irgendwas los. Und hier ist auch irgendwas los. Hm? Da lief gerade einer rein. Ich glaube, die, die Verteidiger, die wissen genauso wenig, wo es hier lang geht, wie wir. Hier alle rumlaufen. Die laufen hier lang, die anderen laufen da lang. Das ganze Chaos. Ich finde das witzig, wie du bei einer schon gewonnenen Schlacht noch mit Mikromanage. Nee, siehst du oben rechts, das ganze Rote? Das ist nicht gewonnen. Ich weiß nicht. Da kommen schon noch einige Verteidiger. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie stark die so sind, Alter. Also wahrscheinlich haben wir gewonnen, aber ich will ja auch unsere Verluste möglichst gering halten. Indem ich mich selber irgendwie hier opfere anscheinend. Was ist da los? Warum kommen die nicht rein? Achso, na. Hier steht noch Schlange, um die Leitern hochzuklettern. Obwohl das Tor offen ist. Das ist ja. Deswegen dauert das alles so lange, weil die hier. Okay, die Bogenschützen postiere ich jetzt einfach mal hier. Nein, nicht chargen, ihr sollt euch hier hinstellen. Hey! Achso, das war ein Feind. Ich dachte gerade, da wird einer meiner Bogenschützen angegriffen. Ziemlich cool, die Show. Ja, das ist ganz schön heftig, ne? Warte mal. Ich muss da, glaube ich, noch was umstellen. Vielleicht machen wir die Charakterdetails ein bisschen runter. So, jetzt nur für die Schlacht. Vielleicht bringt das ja was. Dass das nicht mehr so ruckelt. Laut der Anzeige oben sollte die Schlacht schon vorbei sein. Weil die ist irgendwie auch verbacht. Ja, die Anzeige da oben, die gilt nicht so richtig. Also 71 Feinde haben wir noch. Und man sieht es nicht so gut, weil der eine Balken ist sehr dunkelgrau. Zumindest im Stream. Ja doch, jetzt. Wenn man den so ein bisschen vor einen passenden Hintergrund hält, sieht man es besser. Du brauchst vermutlich auch keine 16-fache antisotrophische Filterrate. Vielleicht würde das auch ein bisschen helfen, ja. Machen wir mal 8. Dann geht's vielleicht ein bisschen flüssiger. So. Ja, du hast recht, jetzt schon besser, glaube ich. Ich meine, die Grafikqualität ist hier jetzt eh nicht so der Hammer in dem Spiel. Vor allem in der Mod nicht. Ich habe das Gefühl, im Originalspiel ist die Grafik ein bisschen besser. So, wir heilen uns nochmal. Und ich zeige euch mal, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es sollte. Ich zeige euch mal die coole Fähigkeit, die ich habe. Da hinten kämpft auch irgendwas, oder? Hier. So. Ah, da waren ein paar Truppen von mir. Oh, das Schloss ist echt riesig. Man kann sich nämlich als Vampir in einen Schwarm Fledermäuse verwandeln und dann einfach fliegen. Okay, hier geht's in den Saal rein und hier sind keine Feinde. Gut. Ich glaube, wir nehmen jetzt nicht mehr an der Schlacht teil. Man kann das nicht oft machen. Also man muss... das lädt sich auf, indem man selber Schaden bekommt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie wieder Schaden kriegen, damit ich selber diese Fähigkeit verwenden kann.
Das ist ein bisschen schade. Aber sonst wäre die auch overpowered. Wie cool die Festung zu verteidigen wäre, ne? Wenn wir die jetzt haben, dann wird das, glaube ich, unser Bollwerk einfach. Gegen die feindlichen Armeen. Wo sind denn noch Feinde? Sag mal. Da ist einer. Okay. Ich verteile jetzt mal. Ihr greift den an. Ihr greift die an. Und. Oh, da sind gar nicht mehr so viele in der Gruppe. Ich greife jetzt einfach die da an. Und ich springe mal hier runter und sterbe. Nee. Hier kann ich ein bisschen laufen. Ups. Und anscheinend nehme ich keinen Fallschaden. Also bisher habe ich als Vampir keinen Fallschaden mehr genommen. Auch ganz praktisch. Kannst du deine toten Truppen wiederbeleben? Ja, die meisten meiner Truppen bestehen eh aus Skeletten. Also meine ganze Infanterie. Das sind so klappere Ställe hier. Und je mehr Leute in einer Schlacht sterben, desto mehr Skelette bekomme ich zurück. Also ja, kann ich. Und eigentlich habe ich auch so einen Zauber, mit dem ich während einer Schlacht... Ah, jetzt haben wir gewonnen. Okay, dann kann ich nicht mehr zaubern. Gott. Also ich kann auch während einer Schlacht mit so einem Zauber Skelette beschwören. Die sind aber nicht dauerhaft da. Die sind dann nur für die Schlacht da. So. Wieso waren wir die Angreifer? Ach so, ja klar, wir waren die Belagerer. Ja, ein bisschen doof. So, genau. Hier haben wir 182 Tote. Und bei uns sind auch ein paar gestorben. Und jetzt sehen wir gleich, wie viele Truppen wir wieder zurückkriegen. Hier, 233. Das sind einfach, die werden automatisch anhand von, ich weiß nicht mehr, anhand von irgendeinem Skill, glaube ich, oder so, werden die automatisch erstellt oder anhand der Fraktion, die ich am Anfang gewählt habe, weil ich am Anfang Nekromant gewählt habe. Irgendwas bewirkt, dass da eben nach einer Schlacht immer die Toten wieder auferstehen. Also hast du eigentlich ein Interesse daran, dass deine Truppen sterben? Nee, nicht ganz. Also meine, die leveln ja auch. Und ich will ja nicht, dass meine Hochleveligen sterben, weil hier kriegst du nur maximal Tier 4 raus. Bei den Skeletten, die dann nach der Schlacht beschworen werden. Das heißt, ich will eigentlich, dass meine Truppen überleben. Aber wenn die sterben, ist es nicht so schlimm, weil ich kann die bis zu einem gewissen Grad eben ersetzen. Vor allem die Infanterie. Die Infanterie ist also quasi mein Kanonenfutter. Kavallerie und Bogenschützen vor allem ist ein bisschen anstrengend, die wieder zu ersetzen, weil gerade die Bogenschützen, die musst du eben normal rekrutieren. Da gibt es leider keine untoten Bogenschützen. So, wir nehmen mal so viel wie geht. So, jetzt haben wir hier bei der automatischen Auswahl irgendwie Schrott mitgenommen. Nehmen wir erstmal die da alle. Und dann nehmen wir so viele, wie da noch geht. Und dann leveln wir einfach durch. Klapp, 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 klapp. So. Ja, wir haben relativ viele Verwundete. Aber die hatten wir auch vorher schon. Ich brauche mal eine Pause, meine Truppen. Okay. Und das hier sind jetzt noch die Schrotttruppen. Aber weißt du was, ich nehme mal alle mit. Weil wir können die gleich als Garnison einsetzen. Das Schöne auf der anderen Seite ist, die Skeletttypen. Na, jetzt sieht man es nicht, aber warte, ich zeige das gleich. Empire Kura ist gut. Oh, naja. Ist jetzt nichts Besonderes dabei. So. Fort Bracha wurde eingenommen. Die Wahl hat begonnen. Ja.
Ihr könnt die Siedlung mit der Kultur eurer Fraktion nicht zerstören. Kann ich nicht. Ich kann es auch nicht plündern. Ach so, weil die Siedlung quasi zur Kultur meiner Fraktion gehört. Weil ich ein Vampir bin und mich mit dem Vampirkönigreich jetzt angelegt habe. Kann ich das... Ja, aber wir zeigen einfach Gnade. Und das passt. So, was wollte ich zeigen? Irgendwas mit den Truppen. Ach ja. Hier. Die Skelette. Die kosten nichts. Das sind quasi unsere untoten Diener, die uns bedingungslos gehorsam sind. Und dadurch haben wir eben einen sehr geringen Unterhalt für unsere Truppen. Das ist eben der Vorteil von unserer Fraktion auch. So. Und dann können wir hier direkt eine Garnison. Ne, Moment halt. Wir labern erstmal mit denen hier. Truppen spenden. Er hat einige verloren. Dann geben wir ihm mal ein paar zurück. Wir sind da ja nicht so. So, kriegt er so ein paar billige Skelette erstmal. Die kann er ja noch leveln dann, wenn er will. Aber da sind wir die ja schon mal wieder los. So. Ja, passt schon. Dann reden wir mit dem nächsten Typen. Dem geben wir auch ein paar Truppen. Ich habe das Gefühl, dass wir echt von unseren Verbündeten die ganzen Truppen verheizt haben jetzt, weil bei uns so viele verletzt waren und nicht mitgekämpft haben. Genauso sollte man das machen als Vampirlord. Das sind sie für Garnisonen ja echt top. OP. Ja. Ja, aber du hast halt nur Infanterie. Die Skelette, wie gesagt, da gibt's halt keine Fernkämpfer. Das heißt, bei so Belagerungsschlachten, wo du halt verteidigst, hast du dann nur Infanterie in deiner Festung drin stehen und kannst quasi gar nicht so richtig die Burgmauern und so nutzen, um die Gegner vor der Burg schon auszuschalten. So, ich habe jetzt ein bisschen zu viel abgegeben, habe ich das Gefühl, ne? Ja. Okay, macht aber nichts. Wir müssen jetzt eh ein bisschen warten, bis sich unsere Truppen hier wieder erholt haben. Irgendwer hat gelevelt. Wir. Wir haben Fokuspunkte bekommen. Die könnten wir jetzt einsetzen. In hier zum Beispiel bei Taktik. Das wollte ich sowieso voll machen. Führung ist schon voll. Medizin könnten wir... Oh, sehr schön. Medizin können wir machen. Da kommen wir aber nicht wirklich weiter, ne? Da müssen wir hier vorne reinleveln, aber das haben wir nicht. Hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Bei Armbrust kommen wir auch nicht wirklich weiter. Die Baukunst... Ja, wäre cool, wenn wir da ein bisschen besser wären. Ist aber nicht so wichtig. Bringt das hier noch was? Ja, da bringt das was. Okay. Machen wir das erstmal so. Und dann habe ich gerade gesehen, bei Begleitern war auch noch irgendwo was zu tun. Ach, und der Gilbert war wieder frei, ne? Den könnten wir auch... Ja, welcher hat? Ah ja, er. Hier, dem gibt man die Trefferpunkte. Und